Na endlich, jetzt sind wir live zum ESL Thinkfast Razer League Viertelfinale zwischen Team Arena und Genuine im, ja, Polyfang 2. Und bist du da, Ronny? Yeah. Irgendwann. Richtig, bestimmt. Ja, ich habe einen Co-Caster namens Ronizel. Und der wird bestimmt. So. Ja, jetzt geht's. Ausgezeichnet. Ich höre dich. Klappt so im Audio. Alles klar. Ja. Endlich geht's dann los. Nach Updates und irgendwie alle müssen neu starten. Und dann war auf einmal ein Caster, Lobby Leader. Der war natürlich AFK, weil that's what casters do. Okay, eigentlich nicht, aber egal. Ging's dann Hört sich los. schon sehr professionell an. Ja, es hört sich sehr professionell an. Auch dieser Husker-Bann sieht sehr professionell aus. Hast du die beiden Teams vorher schon gesehen? Team Arena letztes Mal, Genuine Dota eben, ja. Genuine Und auf was kann Dota. man sich so gefasst lassen? Puh. Machen? Wie ist das Level der beiden? Genuine Dota ist gut. Team Arena eigentlich letztes Mal auch. Aber trotzdem letztes Mal, glaube ich, im Halbfinale oder Viertelfinale gegen 0 plus 4 verloren. Und daher sind, glaube ich, beide Teams jetzt. Ja, nee. Bin mir nicht sicher. Team Arena ist auf jeden Fall da, wo ihr Level ist. Habe ich so das Gefühl. Und da werden sie gucken, ob Genuine Dota das auch so ist. Oder ob Genuine Dota noch Also der Husker weiterkommt. Ban ist auf jeden Fall erstmal überraschend als First Ban. Ja, super überraschend. Besonders dieser Terrorblade-Bann. Das hätte niemand mit rechnen können. Ja. Scarif Mage und was werden sie noch bannen? Picken? Was denkst du? Ich würde sagen, ich bin noch von dem Husker so überrascht, ich weiß überhaupt nicht, was ich erwarten kann. Okay, dann wird's wohl Faceless World Scarif Mage. Jeder muss Scarif Mage picken. Muss. Ich verstehe immer noch nicht, warum man dann den Void in die Death Prophet reinpickt. Oh, der Witch Doctor. Den sehe ich immer gern beim Spielen. Oh ja, besonders in die Chrono rein. Naja, kann ich schon machen. Also, das ist Ja, aber halt. das Death Prophet Ulti in der Chrono immer sehr gefährlich. Ja, das ist halt ein Jubelzepter, so zusätzliches. Ja, müssen sie halt auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht aus Versehen so das Chrono ins eigene Team mit dem Death Prophet Ulti an, ist halt so tödlich. Aber hoffen wir mal nicht, dass es passieren wird. Irgendwie habe ich in der Liga hier selten Chronos mit mehr als drei Leuten drin erlebt, was hauptsächlich für das Level der Teams spricht. Und Viper. Tank, Tank, Tank. Ja, das spricht auf jeden Fall erstmal für Lane-Dominanz. Oh ja. Und es spricht für entweder eine Death Prophet Safe Lane oder eine Viper Safe Lane. Halt nicht mal die Mitte Viper, die nichts tut, außer halt irgendwie ihre Lane gewinnen, sondern gleich mal ein bisschen Action. Aber kein Scarif Mage, das enttäuscht mich. Die haben das Meta-Empfinden nicht verstanden. Scarif Mage ist zu stark gerade. Ah doch, okay. Genuine Dota hat's verstanden. Ogre Magi Ban. Definitiv. Es ist vollkommen gerade aktuelles Meta. Wenn sie jetzt Scarif Mage bannen, dann sind es so. Haben sie in der zweiten Bannphase Dinge gebannt, die teilweise Teams als First Picks machen. Aber naja. Na gut, Silencer. Ja, Silencer-Bann ist sehr gut. Sonst, naja, wenn Void reinspringt, muss er sich halt vorher sonst überlegen, ob er halt überhaupt reinspringen kann. Weil dann kommt der R-Knopf und dann ist es vorbei. Und beim Bestückte ja genauso. Silencer Team ist. Arena kann gut noch entweder dann den Sky bannen oder picken. Das würde ihm auf jeden Fall nicht den Genuine Dota geben. Jo. Ja. Bin außerdem. Müsste man dann mal irgendwie im Stream gucken, wie die Lautstärken sind. Du bist hörbar, aber ich weiß es nicht, wie das Leise. ging. Ja, eventuell schon. Das Teamspeak ist halt lauter, ja. Also eventuell. Ja, ist auch nicht gut. Teamspeak umzuschwenken. Also doch, es würde gehen, auf Teamspeak umzuschwenken, aber nur wenn es leise ist, kannst du ja mal irgendwie nebenbei einen Stream aufmachen und mal gucken. Aber. Ich weiß ja nicht, wenn das nachher bei Dingen ist, die passieren und irgendwie ein Dota lauter ist als irgendwie ein Hintergrundgeräusch.
Mitch Tidehunter. Ja, Team Arena gehen noch voll auf Teamfight. Jhin und Dota machen weiter Lane-Dominanz. Was sie, glaube ich, tatsächlich auch schon im letzten Spiel gemacht hatten. Hier mehr vom Gleichen. Und mit dem Brewmaster-Bann haben sie da durchaus ja, so ein kleines Dingens. Konglomerat an Mid-Game-Tanky-Heroes, die ihre Lane gewinnen. Und Team Arena brauchen auf jeden Fall ein bisschen länger. Bin auch mal gespannt, ob der Faceless Void eher als Carry gespielt... Ah, nevermind. Ja, mit dem Tidehunter, glaube ich, ist es relativ, relativ eindeutig ein Carry. Was halt vielleicht auch sinnvoll ist. Und wie sieht's aus mit der Lautstärke? Sieht wohl schlecht aus. Oh, Invoker. Okay, okay. Und jetzt der Scareth Mage erst. Dass der so lange ignoriert wurde und trotzdem gepickt wurde. Haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, ja, wenn ihr ihn absolut nicht picken wollt, können wir den auch picken. Auch so ein relativ starker Laner. Aber ja, entweder ziehen Team Arena voll durch oder sie werden voll abgezogen. Wird so. Es hat Ultra-Potenzial. Aber es kann halt auch super in die Hose gehen, weil es sich halt auch komplett nur auf die Chrono stürzt, so ein bisschen. Oder wenn halt Tidehunter auf der Offlane nichts bekommt, was gegen Scareth Mage Lich durchaus passieren kann, es wird sehr schnell passieren, dass da, dass sie da zurück sind. Da bin ich wieder auf jeden Fall. Da bist du wieder. Ich hoffe, das renkt sich ein bisschen ein mit der Lautstärke. Vielleicht schrei ich einfach ein bisschen rum. Okay. Ja, es ist, ja, es ist ein bisschen leise, ich habe meine Voice auch schon ganz hochgestellt, aber naja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Einstellungen Voice sind. Bin ich jetzt leise? Bin ich gleich laut oder bist du einfach nur leise? Sag mal was. Test, test. Okay. Ja, du bist nur leiser, das heißt, die Voice-Stufe ist tatsächlich nur für dich, okay. Es gibt halt tatsächlich in der Konsole sowohl Mikrofon-Input als auch Voice. Also es gibt zwei Optionen für Voice und ich glaube, eine davon ist tatsächlich die Lautstärke. Ich habe noch nicht ganz, bin dazu noch nicht ganz gekommen, obskure Konsolenbefehle auszuprobieren, was jetzt laut und was leiser ist. Aber. Ja, ich glaube, das nächste Mal machen wir das vor dem Spiel. Ja, das ist durchaus sinnvoll. Aber deshalb tun wir es jetzt einfach nicht. Ja, zur Not, keine Ahnung. Wenn irgendjemand denkt, dass Ronny zu leise ist, soll er mir Bescheid sagen, dann wechseln wir einfach an TS und dann passt es halt auch schon. Gibt es diesen tollen Mute-Co-Casters-Option und dann kann man über TS weiterreden. Ja, wurde schon geschrieben, ich bin zu leise. Oh. Naja, können wir eigentlich auch einfach machen jetzt. Jeder von uns drückt die Mute-Co-Caster. Ja, Mute-Co-Casters ist im Optionsmenü und dann gehen wir einfach ins Teamspeak. Connected. Channel switched. So. Oh nein. User joined your channel. Oh hey. Dachchen. So. Mal wieder zurück zum Spiel. Oh ja. Lautstärke ist toll jetzt. Ja. Aber wer hätte es gedacht, wenn wir Teamspeak ja auch jeden Tag benutzen, dann passt es auch. Gut. Pugner. Pugner Support. Mehr. Auf jeden Fall mehr AOE. Das ist irgendwie so das, die Strategy. Auf jeden Fall der Gedanke dahinter, den finde ich gut mit dem Ward gegen den Skyref. Ja. Aber Pugner Support finde ich generell nicht so stark. Das Lustige ist halt, wenn du ihn wirklich nur für den Ward kaufst oder pickst, dann funktioniert das als Support. Also Bondock, das haben das auch öfters gemacht als ihre Pocket Strat, das hat funktioniert. Aber es war halt nicht so ein, wie ich push nach 5 Minuten Tower durch. Und eventuell könnte es jetzt in dem aktuellen Meta halt auch besser funktionieren, weil du ihn sowieso nicht mehr für Tower-Pushen benutzen kannst, weil es nicht mehr so wirklich funktioniert. Daher bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, aber generell auch die Synergieeffekte mit seinem Decryptify sehe ich da noch nicht so.
Ja, der verurteilt ja auch Physical, ne? Ja, das Einzige, was halt ist, wenn in der Chrono kann er die Leute dann von außen leer saugen, aber mehr sehe ich da jetzt noch nicht. Ja, kann mal sehen. Kann ja auch die Leute voll saugen. Also so ist es ja. Stimmt, nicht. Es ist halt nur die Frage, ob das sinnvoll genug ist und ob das halt was bringt. So. Das Overlay mal angepasst. Immer so dieses, okay. Muss jetzt die Kokasanamen austauschen. So. Ja, Team Arena. Haben wir Dan Blitz Arena auf dem Punkt, na, zusammen mit Kim Kardashian, stimmt, das Team kenne ich noch, mit Kim Kardashian. Na, einprägsam, ja. Ja, und Dante got this, auf dem Fest ist Walter Scary, in der Mitte Soul Stealer, auf dem Invoker, der letztes Mal, glaube ich, Shadowfiend gespielt hat, was auch relativ passend war. Und Free to Fear auf dem Titan, zu guter Letzt, auf der Offlane. Auf Genuine Seite sagt Ronny. Ja, der Send Offlane. Gute Ambitious S Reader in der Mitte spielt Death Prophet, der Mastermind. Gyref mit dem Zoo und die Viper wird oben der Carry sein. Xandon. Ich vermute, ja, die Duo Lane unten dann mit dem Lich als. Scheint so. Gydra. Oder es fühlt sich einfach nicht dazu in der Lage, nach oben zu gehen. Also, dass er halt kurz hier irgendwie ausgemacht wird. Haste auf dem. Send, gibt schon ein bisschen Action unten. Ja, muss doch direkt ein Ward zünden, so, okay. Achtung. Abgesehen davon, dass Send halt sowieso nur einen Stun hat. Von oh, Mana und her. Das Ward direkt in der Reichweite zum D-Warden. Hätte kein Stück weiter außen sein stehen dürfen. Ja, bitter, bitter, bitter. Und der Nether Ward hier blockt auch genau rechtzeitig noch gerade so das. Oh, das blockt gar nicht. Ne? Nether Ward blockt gar nicht. Eigentlich. Ja, jetzt anscheinend zählt der Nether Ward nicht als Ward. So, so. Mechanics lernt man nie aus. Ja, wieder was gelernt, genau. Ja. So, ich hoffe, mit dir werden wir jetzt keine First Platz verpassen. Mal schauen mal. Ich lass mal ein Auge oben. Ja, das versuche ich auch immer. Aber, naja. Kommt immer drauf an. Ja. Ja, also ich glaube, auf der Offlane wird erstmal für den Titan dann nichts passieren. Er ist relativ tanky. Dann, Center ist auch tanky und Lich sorgt dafür, dass die Lane nicht so weit vorne kommt. Und in der Mitte, Broker gegen Death Prophet ist halt auch ziemlich langweilig. Ja, mal schauen. Ich überlege gerade noch, wo was Genuine mit seinen Wards gemacht hat. Wenn sich da keins auf der Map stehen. Ja, irgendwie. Stimmt das? Wenn es auch nur eine Sentry steht. Aber vielleicht hat der Lich noch eine? Nee. Der Lich hatte eben gerade noch eine, aber ich habe nicht gesehen, ob der wirklich nochmal in das Sentry Ward eine neue Ward gestellt hat. Das wäre natürlich doof. Aber hey, ich habe auch gerade mal im Fountain geguckt, es steht auch keine im Fountain. Das ist öfters mal der Fall. Mitte vielleicht, First Blood? Ah, es reicht tatsächlich. First Blood für Mastermind. Der sich hier doch mastermindig genug gezeigt hat, um zu kalkulieren, dass es gereicht hat. Ehrlich sagen, sehr überraschend. Death Prophet ohne irgendwelchen Slow, dass dann ein Kill kriegen. Ja, Invoker war zu weit vorne. So den ganzen Weg zurücklaufen ohne Boots. Oben sieht's nicht gut aus für einen Tidehunter. Ja, das müsste auch ein Kill sein. Auch für die Viper sehr schön. Ja, sehr kein guter Start für The Radiant. Oh ja. Was auch ganz gut ist, dass die Ward hier steht. Und halt dem Center of War dann halt ob sich das Mana abzieht. Er hatte mal 130 Mana für einen Stun, hat er jetzt nicht mehr. Ja, und Witch Doctor ist vielleicht ein bisschen... erstmal alleine in Go, ja. So, okay. Lebt er, ja, aber ich weiß nicht. War vielleicht nicht die beste Entscheidung seines Lebens. Warte, sehen wir da mit dem Gank? Gareth Mage ist da. Ah, gesmoked. Steht gerade nicht so gut, aber doch. Oh, sehr low. Slow und dann sollte auch reichen. Ja, Cryptzone macht einfach ein bisschen zu viel Damage. Ja, ich glaube, das ist der Vorteil von der Viper auf der Safe Lane. Die hat einfach so eine Lane-Dominanz, dass die Supports permanent roamen können, ohne sich Sorgen zu machen, dass der Carry nicht ordentlich farmen kann. Viper gegen Tidehunter ist jetzt auch für die Viper nicht unbedingt schwer, das Matchup. Ja, genau, das meine ich ja. Wird ähnlich wie ein Razer. Okay, Razer kriegt halt noch was daraus, nämlich Damage, aber ja. Ja. Jetzt der Skyref begibt sich nach unten. Das ist dann eine Offensive Tri-Lane.
Ja, mit Center, das haben wir doch auch schon mal gemacht, oder? Ja, hat ganz gut geklappt. Ich glaube, da hatten wir noch einen Rave King als dritten mit da, statt in dich. Ja, der funktioniert auch, wenn du full on, keine Ahnung, full retard mode gehst, ja. Dann wahrscheinlich ein bisschen besser. Wo ich sagen muss, dass dann wieder Puckner mir sehr gut gefällt in Try vs. Try. Ja. Ja, es macht auch eigentlich Damage. Also, stellt halt den Ward und macht mit dem Ward selber schon mehr Damage, als er überhaupt hätte machen können. Tja. Sky. Go auf den Mitch-Doktor. Sollte auch relativ, ja, okay. Von dreien hier. Umgeben. Ja, ist halt schwierig, weil wir müssen halt irgendwie dem Faces Void Farm geben, die Chrono, aber es wird nichts. Dann haben sie noch einen Centaur, den sie alleine halt auch nicht tot bekommen. Oh, oben könnte der Tide down gehen. Ah, eindeutig. Ah. 0 zu 5, ja, irgendwie... Sehr eindeutige Sache. Ist das outdrafted oder was ist das? Ich muss so sagen, sehr positioning schwach, ist aus meiner Sicht. Ja. Und halt auch hauptsächlich hier, guckt ihr mal das an in der Mitte. Also aber guter TP-Support. Ja, wunderbar. Ja, das wird nicht ganz reichen, glaube ich. Aber gut reagiert. Sunstrike in 10 Sekunden? Ach, wenn nicht, ne? Ace-Drohne findet sie auch noch. Okay, ich glaube, die ist dann weg. Ah, schöne Reaktion. Zumindest den Kill, den weiteren Kill auf den Walker verhindert. Ja, der braucht auf jeden Fall Boots. Hast du halt gesehen, mit dem Face-Boots kann er einfach halt hinterher rennen und wirklich halt quasi in einer normalen Attack-Animation hinterherlaufen und schießen. Stehen, schießen, stehen, schießen. Unten. Oh, der Sunstrike, der war ganz knapp. Am Bauch unten super schön, Timewalk genau aus dem Stun raus. Wäre das auf jeden Fall ein Kill gewesen. Aber unten ist jetzt kein Mana mehr. Bottom Lane ist komplett out of Mana. Wenn Puckner an sein Ward weiterhin hinstellt, wird das auch so bleiben. Einzig natürlich Lich mit dem Sacrifice wird relativ schwierig außerhalb von Mana zu bekommen. Aber Death Prophet hat in der Mitte den Invoker komplett zerstört. Mehr als doppelt so viele Last Hits. Dazu noch kein einziger Deny von Invoker. Ja, 7 zu 5, ne? Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ja, der Last, also der First Hit, der war halt zu weit vorne. Ja. Hat nicht damit gerechnet, dass wir halt wirklich... Ich meine, jetzt inzwischen natürlich die Faceboots oder der Death Prophet, da ist so viel mehr... Last Hit Damage, aber davor sollte den Invoker eigentlich nicht so schlecht dagegen aussehen. Ja, das waren halt die Faceboots, die nicht unbedingt das, den Damage waren, sondern einfach nur dieses Movement Speed. Ja. Weil das halt Movement Speed von der Death Prophet jetzt von 400 unaktiviert und den Invoker hast du halt vorher 280. Das ist doppelt so viel Speed einfach. Und halt nächste Kill, Titan da. Schön gedived, Level 6, direkt Viper Strike drauf. Ja, 06, Na, der Invoker kann, glaube ich, in der Mitte nichts Sinnvolles mehr machen. Entweder er bekommt einen Gang oder er sucht sich selber eine neue Lane, aber einfach da rumzustehen und quasi zu warten. Ah, jetzt kommt der Mitstock dafür in die Mitte. Mit der Indus-Rune. Achso, übrigens. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das ein eigentlich Glück sehe, ist halt der Punkt, dass ich Mute Kokas das machen soll, aber du trotzdem weiter ingame redest, weil sonst, wenn wir halt in-game zugehört wird, dann hört man sonst nicht. Also, Kommentatoren wieder ein, oder was? Ne, Moment, achso. Du hast auch Mute-Cook hast du's? Okay. Ne, ich höre dich halt nicht reden, deshalb dachte ich... Weil ich sollte dich ja reden hören, weil ich habe keinen Mute-Cook-Kommentator. Okay. Dachte ich. Ah, und in der Mitte ist, glaube ich, ein Mute-Cook. Go? Okay. Ah, selbst hatte TP-Support ohne Mana, Puckner. Ja, das ist halt immer so gut gemeint, aber hier mit dem Exorcism. Und der Mitstock, der müsste eigentlich auch noch down gehen. Ja, alle Supports haben da reingefeedet. Der sollte ja relativ. Oh, na gut. Jukes. Also da drin. Aber eine Cast. Kauft noch ein bisschen Zeit, aber. Faceboots. Ja, komm mal, cool down. Hat auch noch dran gedacht, aber Sunstrike. Oh, sehr schön. Immerhin. Für die Moral, obwohl das Spiel schon alles sehr deutlich aussieht. Er hat eine Mega-Kill-Streak bekommen. Das hat ihm gerade, ja gut, 500 Gold. Aber ja, ich hätte auch mehr gedacht, aber... Ja... Na, schon nach 8 Minuten 4500 XP. Und, boah, 8000 Gold im Vorteil für die Dire. Ja, das, ach, ja.
8 Minuten, 8000 Gold, ja. Oben geht Natalia noch down, aber die Viper könnte. Und Zweig. Ah, ganz knapp. Das ist natürlich auch ganz bitter. Zu dritt einen Gang auf die Viper. Und die Viper rennt davon und holt sich noch einen Kill. Ja. War Ravage nicht draußen? Naja, Ravage ist halt immer noch da. Level 5 Mitte schon wieder, Invoker. Silence und Slow. Dann. Ich habe das Gefühl, der sollte mal wegskillen, damit er Invis werden kann. Das würde, glaube ich, ihm gerade ganz viel bringen. Ja, ich glaube, er braucht Wex. Ja, aber ich muss, also selbst mit dem Patch, mit dem Comeback-Mechanismen, da muss schon einiges passieren, dass hier nochmal das Ruder rumgerissen wird. Selbst in dem frühen Zeitpunkt. Ja, 1-12 ist ja doch relativ... Meilenweit den Last, also da scheint schon ein deutlicher Skillunterschied bei den Teams zu sein. Ja. Oh ja. Tjo. Ich muss auch dazu sagen, denn die 10.000 Gold, die sie jetzt inzwischen vor sind, ohne einen einzigen Tower. Das kommt ja dann noch dazu mit der Pushing Power, mit der Prophet. Oh Mann. Ja, Blinkdagger, easy 10 Minuten offlane. Ja, aber technisch nicht wirklich offlane. Aber nicht für lange. Ist die Krone in der Mitte? Nein, so. mach's nicht, geh zurück. So. Das lohnt sich nicht. Oh, oi, da geht wirklich alles schief. Ja, es war aber gut, dass du da die Krone. Das war richtig, aber. Weil sonst hätten sie ja doch gar nichts machen können. Jetzt würden die halt wiederkommen, 14 Sekunden, und dann müssen sie halt groupen und halten. Groupen meine ich nicht, vorher sterben. Ja, ich meine dich, Invoker. Nein, aus. Na gut. Jetzt ein DP rein? Nein. Bin gespannt, na? Puh. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Ich habe schon vor zwei Spielen tatsächlich gesehen, wie man diese Entscheidung. Naja, also. Diese Entscheidung abzubrechen tatsächlich nicht getan hat. Da war auch einmal so eine Venture Spirit in 4 drin. Es war so, okay, nehmen wir. Nehmen wir. Aber interessante Item-Entscheidung bei der Viper, Armlet. Okay. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal gesehen habe. Doch, das ist manchmal gemacht worden, aber es ist halt so dieses, ich bin so fett, ich kann Armlet bauen und es lohnt sich. Und ich, also der Gegner hat halt einfach so wenig Damage, dass sie halt Armlet toggeln kann und dass sich das daher lohnt. Aber im Prinzip egal, wo jetzt Radiant hingeht, allein auf den Lane sind immer tot. Selbst wenn sie jetzt wie in der Mitte zu 14 wieder einen Kill. Oh, wunderbar, guck dir das hier an, der Invoker lebt noch und kann den Kill raushauen. Ja, das sollte reichen. Aber jetzt reicht es halt auch noch für den Invoker. Aber Scarlet Mage. Ja, kommt nichts mehr rein. Aber ein Kill für die Moral. Ja, ein weiterer Kill für die Moral, was er doch einiges gebracht hat. Witch Doctor hat er 700 Gold von bekommen. Also das ganze Team hat er für 1400 Gold bekommen. Für diesen einen Kill. Ja. Noch 10, 12 Kills davon und dann. Ja, dann sind sie auch wieder even. Weißt du? Wunderbar. Genau auf dem richtigen Weg. Also, wenn der Support Skyref vom Netwerf fast über mit Invoker ist, dann sagt das schon einiges aus. Oh ja. Jetzt hat er Wards gekauft, jetzt ist er nicht mehr in der Nähe. Der Networth hat, naja, gut. Ah, wieder ein weiterer Solo-Kill. Too strong, 5-0 und 0-6 auf dem Tidehunter. Ich hatte letztes Spiel schon bei den Gods einen Tidehunter, der quasi auf der Offlane nichts bekommen hatte. Ja, irgendwie nach 12, 13 Minuten Level 6 wurde, ist es hier dann noch schlimmer. Ja, jetzt Invoker. Oh Gott. Das ist natürlich auch ganz schöner Overkill. Ja, vielleicht Leech OT wäre genug. Weil er hat ja noch den Fortschritt neben sich. Genau. Ja. Schon. Es sind halt irgendwie 500 Damage und Invoker hat irgendwie 700 Leben oder so. Gott. Sind in der Mitte die ganze Zeit zu dritt und können killen, wie sie wollen. Und auf den beiden Sidelanes, Viper und Zend, können entspannt farmen und die Tower pushen. Ja. Ja, die Viper kriegst du nicht mehr tot erstmal. Na, jetzt vielleicht zu viert oben. Ravage ist ready. Witch Doctor Ulti wäre auch da. Das
zwar nicht, dass es reicht, aber jetzt schauen wir. Ja, die Chrono ist halt da und alle laufen rein, sehr gut. Bruckner läuft auch noch rein, weiß okay. Ich glaube, da haben sie irgendwie nicht mit gerettet. Ja. Ja, TP raus. Reicht. Es reicht. Was? Nein, nicht, nein. Stock da. Ich kann noch nicht Amulet toggeln im Fountain, das geht. Aua. Also entweder hat er da Amulet getoggelt oder es hat einfach so gereicht. Ich glaube, es hat auch einfach so gereicht. Dick da. Au. Ja, easy gold. Ja. Aber das Schöne ist natürlich, er ist raus-TP'd. Genau. Dementsprechend hat nur Witch Doctor und niemand hat Erfahrung bekommen. So, ja. Und niemand anders hat auch Gold bekommen. Oh Mann. Ja, das war halt auch dieses, okay, wir brauchen kein Death Ward dafür. Das hat sich dann halt leider nicht als Wahl herausgestellt. Tja, damit sind wir jetzt bei 15.000 Gold nach 15 Minuten. Mal schauen, wie lange sie das abhalten können. Also sind die C2 ist schon das nächste Ziel. Die einzige Möglichkeit, wie jetzt Radiant noch Kills bekommt, ist, wenn sie zu 5 mit ihren Ultis immer einzelne Pickoffs finden. Weiß ich gar nicht. Also eigentlich, wenn sie gut stehen, können sie halt auch mehr Kills bekommen. Aber das kommt halt hauptsächlich darauf an, wann der Invoker seinen Meteor trifft. Meteor Deafening Blast und Lich Doctor Ulti und... Oh, ich glaube, es sieht nicht gut aus für Tidehunter. Ach Quatsch. Weiterer Tod. Das Problem ist, dass wie Team Arena zurückkommen kann, ist halt hauptsächlich, alle Möglichkeiten von denen befinden sich hauptsächlich im Fantasyland. Realistisch gesehen. Und die sind halt gerade ungefähr über 9000 Kilometer von Fantasyland entfernt. Physikalisch. Geografisch gelegen. Ja, vielleicht versuchen sie es nicht, nein. Ah, ohne Chrono ist in 4 Sekunden. Ich glaube, sie können sowieso nicht verteidigen. Wir haben jetzt Chrono, deshalb. Ravage ist immer noch auf Cooldown. Oh, da kein Silence von Skyrim. Ja, darauf hätte ich auch gedacht, dass sie da halt schnell was machen werden. Aber kommt natürlich kein Damage rein vom Void. Jetzt ist schöne Witch Doctor Ulti. Aber schön, dass Silence auf 3. Reicht nicht ganz für den Cent, das ist bitter. Jetzt Sunstrike. Sehr schön. Sunstrike kann er. Nice, schön zu sehen. Mal etwas. Und wieder Killings Pre. Bypass jetzt da drin. Ui, das schön. War es tatsächlich nötig wegen dem Armlet. Ja, schön gemacht. Puh. Noch einiges rausbekommen. Ja, doch, für die Viper, die war doch zu null, oder? Ja, easy. Nein, weiß, wait. 1300 für den Invoker kam. Nimmt man mit. Ich dachte schon gerade Wait What, ja. Ah, der hat das mal ein Drittel zu seinem Network dazu bekommen. Ja, das hat sich auch gelohnt, ne? Worth it. Titan ist natürlich. Ganz, ganz schlecht sieht's für ihn aus. Ja, Boots, ne? Das nach 16 Minuten Offlane ist halt so, ich will nicht in seine Haut stecken, das ist bitter. So, hier. Wir kommen gleich langsam an den Punkt, aber dafür muss die Death Prophet mindestens noch einen Tower nehmen. Weil die Death Prophet mehr Net Worth hat als alle. Mhm. Und Team ist alle da zusammen. Das ist halt so Sinn. Das Problem ist halt, selbst mit Gush ist sie halt schneller als das andere Team. Das ist halt so. Oils, Drums, Face Boots. Dann noch 3000 Gold in der Bank nach 17 Minuten. Ja, hart, ne? Ich glaube, damit die untötbar sein. Ja. Ja, oder Bloodstone eigentlich. So viele Kills kommen. Ich bin überrascht, dass kein Mech gebaut wurde. Ich glaube, der Lich wurde damit beauftragt, ist davon noch 300 entfernt. Ja, für den Support, ne? 15 Minuten ist, glaube ich, noch relativ gut. Aber jetzt gut. Holen sie erstmal raus. Ja. Damit das nicht nochmal passiert, dass jemand stirbt. Ja, nee, das kann man ja auch nicht verantworten. Tja, mal schauen, ob da hier wer es pickt. Was auch jetzt interessant. Ist Smoke mit Doctor und Titan, aber jetzt ist der Smoke einfach in der Mitte ausgelaufen, ohne dass was passiert ist. Was auch interessant ist, ist hier vom Center Warrunner. Er hat seinen Vitality Booster und hat erstmal das Heart Rezept gekauft und ist jetzt nur noch 3000 Gold entfernt von seinem Heart. Das Rezept lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich. Na komm. Mir direkt diese Fragezeichen. Is Internet gone super bad? Internet super bad. Klingt fast wie ein. Keine Ahnung. Überwachungsfilm. Super bad Internet. The Internet has gone wild. And it's killing people. Dum, da dum, dum.
Sehr schönes Ward haben die beim Radiant im Jungle auf dem Berg da. Das gefällt mir. Also wie es aussieht. Achso. Das Sentry Ward. Dieser Guardian oder was das ist. Ja. Und so, was ist das International Ding, oder? Mit war einem schönen einer Taube obendrauf. Das ist auch passend, da dieses Ward halt einfach mal kein Gesicht hat. Also, das kann ich rausgucken, es hat das Visier zu, aber dafür steht ja der Observer Ward daneben. Ah, Tidehunter hat bald seine Mana Boots. Invoker geht auf Necrobook. Naja, nee, Forstaff hat er sich doch geholt. Ja, ist glaube ich sicherer da. Ja, Escapes und so. Hat jetzt auch immerhin seinen Punkt in Vex. Weiß nicht ganz, was der Pugner bauen will. Ich glaube, da wird erstmal nächste Zeit nichts kommen. Ja. Also, okay, ja. Ich glaube, dann Void lässt sich gerade seine Mask of Madness schicken. Vielleicht kann er damit ein bisschen so tun, als hätte er Damage in der Krone. Er kann auf jeden Fall vielleicht den Scarif Mage töten. Ich glaube, der Lich ist ein bisschen zu tanky auch mit dem Mecha. Na, wenn der Skyrath alleine irgendwo auf der Map ist und gekornet wird, könnte es reichen, das stimmt. Klingt irgendwie sehr wieder sehr viel nach Fantasyland. Na, was gucken wir noch durch hier? Wir haben noch Levels anzugucken, aber das ist auch nicht wirklich witzig. Also so KDAs, ja. Scarif Mage 4-0, Lich 1-0. Supports sind wieder gut dabei. Und wieder sind wieder von Genuine nur die Cores, die wieder reinfienen ohne Ende. Zweimal schon. Mann. Immerhin ist es nicht so krass wie, das war das letzte Spiel, wo es nur spaßig war. Ich glaube, es war sogar Tiny Team. Ich glaube, da habe ich den Schluss gesehen, wo dann auch der Morphling am Schluss geschrieben hat. Ich hoffe, wir verschwenden nicht eure Zeit. Achso, nee, nicht das von heute. Letzte Woche war das. Die hatten Tiny Wisp gespielt. Hm. Und irgendwie war halt. Keine Ahnung, nach 5 Minuten vorbei oder so prinzipiell. Haben ganz gut gefightet, aber es war halt so ein okay, am Ende stehen wir halt im Dschungel und im Fountain drin. Und der Wisp hat irgendwie am Anfang alle Kills gestealt. Er hat irgendwie mit den Balls die Kills gestealt oder hat einfach den Last Hit gemacht. Und der Whisper hat irgendwie am Ende 10-0 und der Tiny hat irgendwie 9-0. Und dann war das halt wirklich so ein Last Hit Battle und Whisper hat sich dann Dane gekauft, damit er dann mithalten konnte. Oder war dann irgendwann vom Doom überholt, so nachdem der. Ich glaube, Wisp hat am Ende 11-0-20 oder so gehabt. Wurde am Ende doch noch so vom Doom mit einem Dagen überholt, der einfach die ganze Zeit die Kills gestealt hat. Ah, aber zum Zeitpunkt, da muss man GG schreiben. Ja, oder der lässt es halt einfach noch, weil es Spaß haben oder so. Ja, so halt sein, okay. Jetzt geht's nur darum, okay, Wisp muss seine Position gegenüber seinem Team halten, er muss Kills machen. Ah, okay, er hat jetzt einen Mecha gebaut, das war eine schlechte Entscheidung, er muss einen Dagen kaufen. Der große Fight in der Mitte. Ich glaube, wenn der verloren geht, sollte dann. Ja, das könnte ich nicht. GG schreiben. Ja, Titan, da würde gerne rein, aber wenn er gesilenced wird, ist er halt schon tot, bevor er ist. Death Prophet und Viper da vorne stehen, auf die ein Go zu machen, ist natürlich. Ja, aber der Void steht eigentlich relativ gut da. Er sollte vielleicht hier einen Wraparound machen und dann. Ja. Das Problem ist, ja doch, die Ward ist ja von ihnen, aber die Ward halt nicht. Ne? Sehen halt auch alles. Die sehen den die ganze Zeit. Und wenn er jetzt Sand Jump macht, naja. Das Tower down. Das Lustige ist, sie können einfach Stimpede machen und einfach rein. Es war. Ja, das könnte gut passen. Skyrath Ulti nicht so schön, aber schönes Witch Doctor Ulti. Ja, das reicht da, aber gerade so für. In der Aegis reicht das halt gerade so und jetzt ist halt. Es lebt halt immer noch jeder von Genuine und zwei Tode sind schon da. Alle Zauber sind raus, alle Ultis auf Cooldown und damit ist es halt auch. Sind vorbei, das ist ein Ulti-Cooldown. Also ein Ulti-Matchup. Wo alle Ultis leider raus sind. Das ist halt so. Sagen Sie mal, nicht so schlecht gespielt von Witch Doctor, Pugner und Invoker, aber. Schöner Sunstrike. Void hat so lange mit dem Initiate gewartet, dann war der Tower down und dann wurde er einfach initiated. Ohne Stampede, ohne Decker, die Viper kam einfach angelaufen, hat ihn geultied. Mhm. Also da muss man sich dann halt eher entscheiden, was man machen will. Ja, sind zu spät B gegangen. Ah. Aber ich hätte auch schon vorgedacht, also sie hätten Stampede anmachen können und hätte er einfach halt in sie reinfahren sollen. Und was willst du dann halt machen? Willst du eine Chrono in deine Mates reinmachen? Willst du halt irgendwie ravagen und dann irgendwie so weit wegkommen, bis du dann halt eine Chrono hinbekommst? Also das hätte vielleicht auch sogar auch funktioniert. Aber 27 zu 7. 26 zu 7.
Ah, genug. Oh, oh, das kann. Sehr schön. Oh. Der ist auch ganz schön geplatzt. Ja, Kombos, ne? Das waren Sunstrike, ein Meteor und ein Deafening Blast. Und ja, der hat halt volles Exort. Ja. Das war das Wort, was ihn gekillt hat, was da stand. Ja. Ja, Titan, dann nicht schon wieder. Ja, der hat genug Leben. Nee. Ja, also genug Leben, um 2 Sekunden zu überleben. Ja. Aber der Networth geht ein bisschen nach oben. Jetzt bei 20k nach 20 Minuten. Ah. Hier geht auch nach oben. Ja, ja. Ist der Peach unten? Unten? Ja, Solo-Kills. Na, das sollte eigentlich wegkommen. Oh, sehr schön. Ah, ja. Ja, die Frage ist, ob die Deathwaffe noch schnell ankommt. Könnte er ihre Drums poppen? Ich bin überrascht, dass er es überlebt hat. Ich habe nicht gesehen, was er gebacktrackt hat, aber der hatte Mask of Madness angehabt, als er Sandy ihn gejumpt hat. Also. Oh. Ich glaube, die war aber ziemlich schnell zu Ende. Aber krass, ja. Dass er das doch mal überlebt hat. Tja, aber ich glaube, Genuine fehlt noch so ein bisschen der Damage in Minecraft zu gehen. Also wir haben einen Exorcism, aber mehr halt auch. Exorcism ist wieder ready. Können sie jetzt nochmal probieren. Ja, die Ultis sind aber jetzt auch wieder alle online. 3 Sekunden bis Ravage. Können sie jetzt wieder fighten. Und beide Seiten committen wahrscheinlich. Death Prophet Ulti an. Weil sie Highground gehen. Was hat er da? Jetzt könnte eine schöne Chrono, eine schöne Ravage und mit Chakto Ulti. Das kann durchaus funktionieren hier. Vielleicht noch warten, bis Exorcism down ist. Ach, ja, man sollte wieder gejumpt und. Highground kommen. Das Exorcism ist gleich vorbei. Wenn sie darauf warten. Sobald Exorcism down ist, würde ich ein Go machen. Ah, es steht auch ein Ward hier, wieder an der Base. Sehen die ganze Zeit, wo sie rumtorkeln. Ja, das ist natürlich doof. Ich glaube, Genuine wissen ungefähr, was die Möglichkeiten von Team Arena hier sind. Dementsprechend werden sie halt nicht sagen, wir gehen Highground. Das macht halt keinen Sinn. Exorcism kommt bestimmt. In der Zwischenzeit C2 holen. Und dann kann man halt einfach von Low Ground. Wenn TA hinkommen muss, dann glaube ich, sehe ich da nicht so viele Chancen. Funktioniert halt nur, wenn sie jetzt irgendwie sich alle hier in diese Area stellen. Also versuchen es. Das ist Chrono. C2. Ich habe mich nicht ganz entschieden, auf wen sie gehen wollten, aber es reicht für die Death Prophet ist down. Und Ravage und das Witch Doctor, die ist halt sehr schön, das Witch Doctor holt die wieder. Ja, die Frage ist halt, ob sie jetzt den Damage haben, weil jetzt sind alle Cores tot. Ja. Ja, okay, aber 2 zu 2 getradet, weil. Sollten jetzt einfach B gehen. Ja, reicht. Oh, haben eigentlich ganz gut. Ja, das sind schön eingesetzte Ultis. Bin überrascht, dass die Koordination dann doch so gut klappt. Ja, sie haben prinzipiell alles down bekommen, was sie wollten. Haben ja, 2 Heroes reinbekommen. Und XP und Gold Change ist doch. Ja, Pugner hat 1200 Gold bekommen. Nett. Oh, guck dir mal den Fight Recap an. Ja, ja. Knapp 4000 Gold für Radiant. Das hat sich schon gelohnt. Ja. Das TP vielleicht nicht, aber okay. Ich dachte schon so, ein bisschen greedy. Und oh, ein Hit noch, das war's leider. 1200 Gold. Das war. War der Weg zum Agas, glaube ich, für. Ja. Ja, Festes Void. Wenn sie auch voll auf Chrono gehen, sollten sie auch die Agas machen. Ich würde eher sagen, die sollten lieber auf Damage beim Void gehen. Sonst haben sie ja niemanden. Damage macht den Invoker genug. Die brauchen halt einfach nur schnell eine Chrono wieder, weil sie jetzt halt alles down und sie können halt absolut nicht fighten. Ja. Wenn sie jetzt eine Chrono hätten, Meteor drauf und dann poppt halt die Viper wieder. Die jetzt auch hier Agas hat. Tja, Scarlet Mage geht auf Rod of Aoi, ist klar. Center Warner ist jetzt nur noch 1200 Gold entfernt von seinem Reaver. Könnte jetzt eigentlich schon den Reaver haben, aber hat jetzt erstmal das Rezept. Ich war da halt so etwas optimistisch, welche Zeit er so seinen Hard kriegen könnte. Ja, das ist eigentlich das, was ich sehen wollte, dass Dire initiated mit Sensed. Ja, einfach rein gut ist. Dann fällt es dann schwer was zu machen. Aber Chrono jetzt auf. Sehr schöne Chrono. Das könnte doch durchaus. Ja, ja, nee, es reicht nicht ganz. Und die Death Prophet geht nicht down. Ja. Das ist halt. Hat das war sehr, sehr das knapp. Richtige zu machen. Nicht auf die Initiaten durch Void und Titan erwarten, sondern einfach selber mit Cent reingehen. Ja. Ja, es sah teilweise mit der 4er Chrono und ein Invoker steht draußen und denkt sich so, hahaha. Aber es. Problem ist, war der Meteor kam ein bisschen spät. Ja. Weil sonst hätten sie ja doch wesentlich
länger da gemacht können. Center Warner sollte jetzt hier poppen. Ja. Bestimmt, da hat er wieder einiges an Gold bekommen. Das Gute ist halt, dass die anderen noch so relativ lowes Level sind, die sind gleich wieder da. Ah, das Ravage ohne Follow-up, glaube ich. Ah, Sunspike ja, daneben. Halt wieder so, ich kann Ravage machen, also gehe ich rein und. Na, das war. Weiß nicht, ob die Kommunikation da nicht gestimmt hat, aber es war ein schlechter Go. Ohne Follow-up. Void Trip jetzt auch noch. Alles durcheinander, ja. Aber die Viper. Ah. Also die Performance von Void und Titan da hat mich nicht so zufriedengestellt. Weiß nicht, Void hat eigentlich das gemacht, was er musste, ne? Hat seine Kronos getroffen? Ja, die Kronos, die letzten paar Mal schon ganz richtig. Ah, jetzt einmal gecatcht worden, ja. Stimmt schon, aber... Auch im Titan, das war jetzt das erste Mal, wo er halt alleine reingegangen ist. Ja, also, aber also, ja, okay, der hat 0-11, also... Ja, seine Lane war halt übelst scheiße. Weiß nicht. Also ich sage einfach persönlich, ich hätte es wahrscheinlich gegen eine Viper-Solo nicht viel besser machen können. Ja, aber spätestens wenn man dann das dritte Mal gestorben ist, kann man nicht wieder auf die Lane gehen und dann das vierte Mal sterben. Ja, besonders wenn man Ancients jungeln kann, eigentlich. Ja. Naja, naja. Ravage für 70 Sekunden down. Oh, 13, mal sehen, was 35. Genuine jetzt damit macht. Ja, Genuine hat nachgelassen. Also wir sind nur noch bei 22k Gold nach 27 Minuten. Wir müssen jetzt irgendwas schnell ein paar Tower und ein paar Racks holen, sie den Nachteil wieder ausgleichen. Ja, die wollten das halt schnell beenden, einfach zu fünft eine Lane reinpushen mit den Ultis und es geht gegen diese Kombination an Ultis beim Gegner eben dann relativ schwer. Ja, es hatte halt fast funktioniert und dann kam er trotzdem noch. Also Void und Invoker reichen halt. Also ja, wir könnten halt genauso gut jetzt noch 10 Minuten den Gegner da einsperren und komplett die Map farmen. Ja. Bis er statt 20.000, keine Ahnung, 30.000 haben. Das war ein Aufforschern, ist jetzt wieder da. Ja. Scoutet haben sie es noch nicht. Jetzt hat er Sand, glaube ich, sein Hard, oder? Ja. Aber nein, er hat kein Rezept. Das ist noch in der Base. Oblos sieht jetzt einen Roshan und... Mal schauen, ob sie das so machen mit Exorcism, aber ja, sollten sie ja eigentlich das, so hin können. Das ist meine, also... Radiance kann nur in der eigenen Base stehen. Sobald sie rausgehen, laufen sie Gefahr, Pick-Off zu bekommen. So, das mit dem Obsi in der Base können sie auch nicht mehr raussmoken. Ja. Also können sie schon tun, aber... Ja. Andererseits ist es sowieso relativ offensichtlich, wenn sie aus der Base raussmoken. Ja, Center Warrunner wird sich jetzt über seinen Part freuen. Also mit einem lowen Leben. Das heißt, mit der Regen können sie doch einfach so. Oh, relativ lange dafür. Das hat der Grund vom. Weil einfach gerade. Können halt nicht Eingrund pushen, weil irgendwie der Damage fehlt. Weil genug Damage im Heroes zu töten, aber Buildings und Roshan. Aber sind halt tanky as fuck. Ah, war halt auch die Frage, warum die Viper in Boots of Travel gebaut hat. Wenn sie sowieso nur zu 5 rumlaufen und letztendlich fertig bauen wollen. Ja, aber du kannst halt, wenn jemand alleine auf der Lane steht, kannst du halt schnell mal aus dem Solo-Kill einen Double-Kill machen und dann halt mal holen. Ja. Hauptsache wir smoken das Roshan raus, aber was machen? Konnten sie dann trotzdem nicht. Naja, es sieht wohl nach top aus. Ah, es ist natürlich auch deprimierend. Schau dir das mal an, wie das Team hier steht. Also bestimmt schon seit jetzt 2 Minuten lang. Ja. Müssen halt darauf warten, dass sie kommen und dann müssen sie ihre Ultis treffen. Beziehungsweise müssen halt. Ja, Genuine muss sie nicht davon aufhalten. So. Weil treffen werden sie das Ganze. Eine Kronos zu treffen ist einfach. Die Frage ist halt nur, wie sie Genuine stehen. Es liegt halt hauptsächlich gerade an Genuine, ob sie das richtig machen. Weil wenn nur die Death Prophet vorne steht, glaube ich, gewinnen sie das einfach. Exorcism an, Death Prophet stellt sich exakt hier hin und dann gewinnen sie das. Ja, mecker bei dich mit dem Shivas bei. Death Prophet, jetzt sollte es doch langsam gut sein. Also wir spielen es genau richtig gerade. Viper steht vorne, macht die Rex alleine. Können halt einfach nichts machen. Und war schön gedacht, aber... Ja, da hat auch viele getroffen, muss man sagen. Ja. Okay. Ja, schade. Das war's. Ja, das Aegis poppt wenigstens aber. 0 zu 5, somit.
Ja, es sollte schnell ein GG sein. Ja, also bei dem Zeitpunkt würde ich GG schreiben. Ja, das ist ziemlich vorbei. 30 Minuten. Aber noch sind sie drin. Aber selbst wenn sie jetzt wieder am Leben sind, sie haben keine Cooldowns, sie haben nichts, um dem gegenzusetzen. Also. Ja. Das ist aber völlig unprofessionell. Was? Nicht GG zu schreiben? Ja, schon. Nee, dass du Besuch hast. Ach, wenn ich denn dafür... Irgendwann kommt halt nach Hause und dann... Ich allein im Keller einschließen. Ich hab keinen Keller. Ein armer Student in einer kleinen Wohnung. Was soll ich denn machen? Ich sitze doch schon im Flur. Die einzige Tür, die man zumachen kann, ist die Flurtür. Dementsprechend sitze ich im Flur. Hast du eine Tür in deiner Wohnung? Ja, gut zur Küche, aber in der Küche ist halt also irgendwie nicht so toll für einen Computer. Und auf dem Klo ist halt ein bisschen, also ein bisschen klischeehaft. Du hörst doch mal einen Fight komplett ohne Cooldowns. Ja, Witchdog Tod ist drin und sie können ihn nicht unterbrochen. Und es macht einiges in Damage. Wow. Das hat von auch eine Agas. Woher hat er das Agas her? Süß. Ich weiß auch nicht, wo er sein Agar gefunden hat, aber. Ist es vom Zug gefallen? Scheiße, Mann. Also die Witch Doctor Ulti ist ja mir sehr gut gefallen. Damage dann? 600? Achso, ja, Witch Doctor Ulti hat exakt 44 Damage gemacht. Das Fight Recap ist vollkommen richtig. Ja. Also, das war 4400 vielleicht, ja. Oh, you learn every day. Ja, eindeutige Sache. Ja, eindeutige Sache. Vom Draft her war es jetzt nicht so eindeutig, würde ich sagen. Also, geoutdraftet war es in meinen Augen nicht. Aber vom Skill her. Die Lanes waren halt nicht genug, um halt wirklich mit den Teamfights online zu kommen, bevor halt man überrannt wird. Das war halt so ein Ding. Wurden sie halt überrannt, bevor irgendwie. Ja, ja. Bevor sie was machen konnten. Na gut, das konkludiert unser Viertelfinale zwischen Team Arena und Genuine in der ESL Thinkfast Razor League Qualifiers 2. Ich bin Sisterson, das war Ronny und wir werden gleich das Halbfinale casten. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis gleich.